Hier sind die EmsTV News. Ich begrüße Sie recht herzlich zu den regionalen Nachrichten am Mittwoch. Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Emsland steigen weiter an. Der Kreis vermeldete heute 2057 bestätigte Fälle. Im Vergleich zu gestern ist das ein Anstieg von 54. Aktuell sind 556 Personen infiziert. Insgesamt zählen 1474 Menschen zu den Genesenen. Dies ist ein Anstieg um 37. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt bei momentan 120,5. In häuslicher Quarantäne befinden sich über 1750 Menschen. Im Werther Pflegeheim St. Raphael Stift ist heute der zweite Bewohner nach einer Corona-Infektion verstorben. Aktuell befinden sich 5 Personen aus dem Heim im Krankenhaus. Der SV Meppen vermeldete heute 7 positive Corona-Testergebnisse. Die vorgesehenen Trainingseinheiten der Drittligamannschaft für den heutigen Mittwoch und den morgigen Donnerstag sind abgesagt. Das weitere Vorgehen basiert nun auf der Kontaktverfolgung des Gesundheitsamtes. Der Lingener Weihnachtsmarkt wurde heute aufgrund der Entwicklungen in der Corona-Pandemie abgesagt. Die Entscheidung sei sehr schwer gefallen, doch die Gesundheit aller habe oberste Priorität, so der Oberbürgermeister Dieter Krone. E-Scooter sind vor allem in Großstädten immer wieder zu sehen, so auch in Osnabrück. Für einen jungen Mann hat die Fahrt mit dem E-Scooter Folgen. Der Grund? Er war stark alkoholisiert. Im Juli haben Polizeibeamte in Osnabrück einen jungen Mann gestoppt, der um 2 Uhr morgens mit einem E-Scooter unterwegs war. Die Beamten haben auf den Verdacht, dass der Mann alkoholisiert war, eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis 1,54 Promille. Nun hat die Alkoholfahrt mit dem E-Scooter Konsequenzen für den Fahrer. Das Landgericht Osnabrück war im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens damit befasst, ob bei E-Scootern die Promillegrenzen wie für Autofahrer gelten strafrechtlich, und hat das bejaht. Das heißt, ab 1,1 Promille ist man zwingend absolut fahruntüchtig und muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen, wenn man trotzdem einen E-Scooter benutzt. Das kann dann dazu führen, so ist es auch hier schon im Ermittlungsverfahren gewesen, dass die Fahrerlaubnis entzogen wird, wenn man mit mehr als 1,1 Promille auf einem E-Scooter von der Polizei angetroffen wird und über einen Führerschein für was auch immer für Kraftfahrzeuge verfügt. Ende September legte der Beschuldigte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. Er sei der Auffassung, dass der Grenzwert von 1,1 Promille für den motorisierten Verkehr nicht für einen E-Scooter definiert sei. Vielmehr sei ein E-Scooter mit Fahrrädern gleichzustellen. Bei Radfahrern ist der vom Bundesgerichtshof definierte Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit 1,6 Promille. Letztlich blieben die Beschwerden des Mannes ohne Erfolg. Weil er die 1,1 Promille deutlich überschritten hat, muss der junge Mann mit einer strafrechtlichen Verurteilung rechnen. Was hat die US-Wahl mit dem Coronavirus zu tun? Im Ludwig-Windhorst-Haus eine ganze Menge. Dort fand gestern dank des Hygienekonzeptes zum zweiten Mal die Wahlnacht mit Schülern statt. Unterstützt wurde sie von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die US-Wahl beschäftigt auch in Deutschland viele Menschen. Deshalb wurden im Ludwig-Windhorst-Haus die Türen für 27 Schüler geöffnet. Die Politikinteressierten verfolgten die Wahl und wurden auch selber mit eingebunden. Wahlnacht hat den Zweck, die Schülerinnen und Schüler ja in gewisser Weise spielerisch oder anders, als sie es in der Schule erleben, an Politik heranzuführen. Es besteht die Gelegenheit, zum einen in Echtzeit die Wahl mitzuverfolgen. Und es besteht die Gelegenheit, in Rollen einzutauchen. Vorhin hatten wir die Presidential Debate, als ein Schüler sich mit der Rolle Donald Trumps auseinandersetzen musste und ein anderer mit der Rolle Joe Bidens. Und man macht sich mit Argumenten vertraut, die man so vielleicht gar nicht teilt, aber mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Auch bei der zweiten Begleitung der Wahlnacht duellierten sich die Präsidentschaftskandidaten. Trump Junior und Bidens Doppelgänger mussten sich zur amerikanischen Innen- und Außenpolitik sowie zu Klimawandel- und Rassismusproblemen äußern. Unterstützung erhielten sie von ihren Wahlkampfteams. Trumps Double hätte Biden seine Stimme gegeben. Ich glaube, ich hätte für Joe Biden gewählt. Einerseits, weil ich die konservativen Werte, die Donald Trump
vertritt und für die er aufsteht, nicht vertrete. Das wäre schon Grund genug für mich, Biden zu wählen, der versucht, da Änderungen zu schaffen. Aber ich weiß nicht, wie viel man sich auch von Biden versprechen kann. Auch Gespräche mit US-Amerikanern standen auf dem Programm. So war die Lingenerin Jody Trapp anwesend und klärte über das Wahlsystem auf. Noch bis 2 Uhr nachts verfolgten die Schüler den Verlauf der Wahl. Zu wenige Lehrer bei zu vielen Schülern. Ein Projekt soll es Quereinsteigern ermöglichen, den Lehrberuf zu ergreifen. Ein Projekt der Universität Osnabrück, des Ludwig-Windhorst-Hauses und der historisch-ökologischen Bildungsstätte namens Erfolgreich Lehren und Lernen in Beruf und Betrieb soll Studierinteressierten mit abgeschlossener Ausbildung ohne Abitur die Möglichkeit bieten, an ein Studium oder an berufsbildende Schulen herangeführt zu werden. Die Veranstaltung gibt Menschen die Chance, sich die Grundlagen der Berufs- und Betriebspädagogik anzueignen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Grundstrukturen und Funktionen der beruflichen Bildung. Thema Ausbildung wird da ein großes Thema sein. Wie lehre ich eigentlich? Wie lernen Menschen? Wie motiviere ich Menschen auch dazu zu lernen im beruflichen Kontext? Und wie ist das Ganze aber auch rechtlich? Das sind so Themenschwerpunkte, mit denen wir uns insgesamt beschäftigen werden. Aber natürlich auch, weil das Ganze eben eine Vorbereitung auf das Studium ist, auch mit wissenschaftlichen Arbeiten, wissenschaftlicher Literatur, pädagogische Psychologie, also theoretischen Hintergründen, sodass wir eine gute Verknüpfung haben von Theorie und Praxis. Das von den drei Initiatoren ins Leben gerufene Kooperationsprojekt ist kostenlos und die künftigen Studierenden können mit 10 Credit Points rechnen. Der universitäre Kooperationspartner liefert den inhaltlichen Input für die Seminare und die Umsetzung in unseren Häusern, im Ludwig-Windhorst-Haus und in der historisch-ökologischen Bildungsstätte gewährleisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesen Häusern, die viel Erfahrung haben mit Erwachsenenbildungsprozessen, die also auch gut auf diese Zielgruppen dann eingehen können und die helfen, die wissenschaftlichen Inhalte dann zu vermitteln an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das wissenschaftliche Arbeiten noch nicht gewohnt sind und die dem näher kommen wollen. Die Weiterbildung ist vom März 2021 bis März 2022 geplant und es wird insgesamt 8 Wochen Module geben. In der Zwischenzeit findet das sogenannte Blended Learning statt. Dabei eignen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Wissen, welches bearbeitet wird, von zu Hause aus an. Ein gutes Projekt, finde ich. Und ob ich noch mal Lehrer werde, das überlege ich mir auf dem Weg nach Hause. Denn das waren sie, die EmsTV News für heute. Morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin alle Informationen unter www.emstv.de. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.